Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Türchen meines Adventskalenders. Heute zeige ich euch, wie ihr eine solche kleine Box mit Hilfe dieses Boards erstellen könnt. Das Board ist von VR Memory Keeper und heißt Candy Box. Kostet circa 20 Euro. Also man bekommt es je nachdem auch mal für 17, 18 Euro, je nachdem auch mal für 22 Euro. Ist immer unterschiedlich, wo man es kauft. Am besten einfach mal bei Google Shopping Ergebnisse suchen und nach dem Preis staffeln oder bei eBay. Also ich habe es jetzt, glaube ich, bei eBay für damals 18 Euro bekommen. Und ja, das ist jetzt ein kleines Tutorial, wie man eben mit diesem Board umgeht, um eben dann das hier als Resultat zu haben. Bei dem Board dabei ist natürlich auch eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und hier unten gibt es ein Falzbein und der Hintergrund sieht so aus. Man kann also einmal dieses rautenförmige Ding ausstechen und hier gibt es dann noch später für hier diese Ecken. So, auf dem Board steht, dass man ein Papier zurechtschneiden muss in 17,8 mal entweder 10 oder 30,5. Ich verwende ganz normales A5-Papier und schneide mir dann später einfach hier noch ein bisschen ab, wie ihr später sehen werdet. Ihr braucht einen Kleber. Ihr könnt einen Flüssigkleber benutzen, ihr könnt aber auch so einen Abroller benutzen. Ihr braucht eine Schere und zwei Bänder. So, jawohl. Und dann fangen wir auch mal sofort an. Und zwar steht hier unten Startline, also Startlinie. Wir legen das Papier mit der Länge zur Seite, legen wir an diese Linie und punchen es. Haben wir schon mal das. Dann rutschen wir weiter, bis das hier oben anschlägt. Punchen nochmal. Dann legen wir es wieder weiter an, so dass das da so richtig drin ist. Punchen. Nehmen aber auch unser Falzbeil und gehen hier in die Rille rein. Da ist ja so eine Rille. Gehen rein. Nehmen es wieder. Gucken wieder, dass es in dem Diamant liegt. Punchen wieder. Ist halt ein bisschen laut. Wieder und machen das auch und falzen es auch wieder. So, bei dem letzten Mal, das ist ja jetzt nochmal, da punchen wir nicht. Also wenn da vier ausgestanzt sind, dann reicht das. Aber wir müssen noch falzen. Dann drehen wir es um. So dass der halbe Diamant unten ist, legen es wieder an und punchen wieder. Wiederholen es, punchen. Diesmal müssen wir nicht mehr falzen, weil die Falzlinien sind ja schon da. Wenn allerdings unsere Schachtel größer sein sollte, also wenn die länger ist, dann müsst ihr natürlich noch ein bisschen mehr falzen, weil dann ging es hier nur bis zur Hälfte. Das heißt, da müsst ihr die restliche Linie, die noch nicht gefalzt ist, müsst ihr falzen. Zack. Anlegen. Und Punch. Anlegen und Punch. Dann sieht das Ganze so aus. Und was wir jetzt machen müssen, ist, hier oben sind nochmal so zwei Dinger. Und da können wir das Papier auch wieder perfekt hier so reinlegen. Am besten ist, wenn man es natürlich ohne Kamera macht, damit man natürlich besser sieht, wie man es jetzt anlegt. Das ist natürlich jetzt eine Fummelarbeit für mich, weil ich natürlich jetzt nicht direkt sehe, wie ich es anlege. Aber
Das soll jetzt nicht stören. Wie gesagt, hier die beiden Dinger sind diese beiden Diamanten. Manchmal puncht es auch nicht so ganz gut. Also ihr müsst teilweise schon ein bisschen Kraft benutzen. So, auch viermal. Also hier das könnt ihr ignorieren. Und dann natürlich hier auch nochmal. So, dann können wir unser Board schon zur Seite legen. Das sind die ausgestanzten Reststückchen praktisch, der Müll. Und dann können wir uns das knicken. Und nochmal mit dem Falzbeil nochmal die Falzungen richtig durchgehen. Nochmal richtig knicken. Und das war es jetzt schon mal mit dem ganzen Brett. Und jetzt müssen wir dieses Teil nach hier kleben, damit so ein Viereck entsteht. Aber es ist ja jetzt zu viel. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Schere und schneiden einfach nach Augenmaß davon was ab. Muss auch nicht super gerade sein, so dass man es dann halt schön kleben kann. So, jawohl, dann tragen wir den Kleber auf. Und falten es ineinander, beziehungsweise kleben es dann so drauf. So, jetzt ist hier natürlich noch eine kleine Ecke, die können wir einfach mit der Schere noch ein bisschen hübscher machen, einfach. Einfach die Reste abschneiden. Also man sieht ja, wo man schneiden muss. So. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt können wir schon unser Band nehmen. Tun das hier über die Diamanten. Und schnüren es einfach zu. Eine kleine Schleife rein. Ihr könnt natürlich auch jedes Band nehmen. Ihr könnt auch Kordeln nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Band rutscht halt gerne mal. Da kann man halt jetzt nicht so direkt eine feste Schlaufe mitmachen. Vielleicht hätte ich es auch ein bisschen länger lassen sollen, damit ich jetzt die Schlaufe besser machen kann. Ach, das ist eine grobe Arbeit. So, dann stopfen wir halt was rein, was wir eben drin haben wollen. Ich möchte jetzt mal nichts drin haben. Einfach nur mal, weil ich es euch einfach nur so zeigen möchte. Dann tun wir es wieder drüber. Ziehen es zu.
und machen wieder eine Schleife. Ja, Popelarbeit. So, und dann haben wir unsere Bonbon, unser Bonbonkistchen, Bonbonverpackung. Am besten ist es, wenn man da noch dann irgendwie, also wenn man das, was man reintun möchte, noch ein bisschen verpackt. Wie jetzt mal, hier ist nur Zebra drin, aber hier ist auch ein bisschen eingeknickt. Es ist besser, wenn man da halt das, was man reintut, nochmal verpackt, damit man halt nicht sofort sieht, was drin ist. Also ich finde die Verpackung schon süß, aber mich stört schon ein bisschen, dass halt, ja, dass man halt durchgucken kann. Aber ich meine, manche Verpackung soll noch nur schön aussehen und meistens tut man ja das, was drin ist, eh nochmal verpacken. Ich meine, bei Süßigkeiten, wenn man jetzt, was weiß ich, so kleine Süßigkeiten reintut, dann wäre es jetzt auch nicht schlimm, dass man reingucken könnte. Aber wenn man das dann so auf dem Tisch liegen hat, neben dem Geschirr, neben dem Teller oder so, ist das schon eine putzige Idee, finde ich. Ja, das war ein kleines Tutorial zu dem Punchboard von VR Memory Keeper mit dem Candy Punchboard. Und ich finde das Board oder generell die ganzen Boards davon finde ich super. Ich habe alle außer das mit den Blumen und die andere Box, die ganz normale Geschenkbox, habe ich mittlerweile auch verkauft, weil, ja, fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil da muss man mehr umknicken. Das ist ein bisschen Papierverschwendung und man hat schnell mal eine normale Box gebastelt. Also ich finde hier die Candybox und die Pillowbox finde ich gigantisch und würde ich mir auch jederzeit wieder kaufen. Und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Und morgen gibt's das Tutorial zu der Pillowbox. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute, einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!